Moin, willkommen in Hamburg. Wir stehen hier in Hamburgs Nordosten an der U-Bahn-Haltestelle Buchenkamp. Hier beginnt einer der romantischsten Streckenabschnitte im Hamburger U-Bahn-Netz. Von hier aus geht es nämlich eingleisig weiter in Richtung Großhansdorf. Im Vordergrund seht ihr das Empfangsgebäude, links oben den Bahnsteigzugang. Es kommt selten vor, dass sich zwei Züge in Buchenkamp begegnen. Meist fährt der Zug in Richtung Innenstadt zuerst. Von Buchenkamp aus in Richtung Volksdorf und Innenstadt ist die Strecke zweigleisig. In Richtung Großhansdorf dagegen wird die Strecke kurz nach der Ausfahrt aus Buchenkamp eingleisig. Hier seht ihr die Weiche. Sechshundert Meter weiter östlich steht diese Brücke. An der ganzen Konstruktion könnt ihr sehen, dass die Strecke nach Großhansdorf ursprünglich für zweigleisigen Betrieb vorgesehen war. Tatsächlich ist das Fahrgastaufkommen hier eher niedrig. Mitte der 1990er Jahre stand der Fortbestand der Strecke nach Großhansdorf auf der Kippe. Mit den Kreisen und Gemeinden in Schleswig-Holstein wurde neu über die Übernahme des Defizits verhandelt. Vorher wurden die Züge in Volksdorf verkürzt. Nur 4 Wagen fuhren bis Großhansdorf. Jetzt fahren alle Züge mit 8 Wagen, auch in Schwachlastzeiten. Der Verzicht auf die Zugfahrer, die für das Rangieren in Volksdorf notwendig waren, bringt mehr Einsparungen, auch wenn jetzt 8 Wagenzüge fahren. Das zeigt, dass Energie im Vergleich zur Arbeitskraft sehr billig ist. Das Schild mit dem blauen Pfeil ist ein Abschnittskennzeichen. Es teilt die eingleisige Strecke in 2 betriebliche Abschnitte. Kurz hinter der Brücke, auf der wir eben gestanden haben, verläuft die Strecke mitten im Wald.
Am Erlengrund überquert die U-Bahn den Fußweg und einen parallel verlaufenden Bach. Mitten im Wald steht die Tafel Halt für Kehrfahrten. Sie ist bei der Hochbahn das Gegenstück zur Tafel Halt für Rangierfahrten, die ihr vielleicht von der Deutschen Bahn kennt. Kurz darauf erreicht die Strecke den Bahnhof Ahrensburg-West. In den Hauptverkehrszeiten, im 10-Minuten-Takt, kreuzen hier Züge. Die alte Holzbank und das Bahnsteigdach sind vorbildlich gepflegt. Hier habt ihr die Ansicht von Osten, von der Brücke der Hamburger Straße aus. Auf der anderen Seite der Hamburger Straße führt die U-Bahn unter der Bahnstrecke Hamburg-Lübeck hindurch. Hier stehen wir auf der Brücke der Straße Weg zum Moor, östlich der Hamburg-Lübecker Bahn. Eine Regionalbahn der Linie RB 81 fährt von Hamburg kommend in den Bahnhof von Ahrensburg ein. Auch hier ist die Brücke breit genug für ein zweites U-Bahn-Gleis. Ein Zug der U1 aus Großhansdorf fährt nach Ahrensburg-West ein. Mit diesen Bildern sage ich für heute Tschüss
und bis zum nächsten Mal.